Und jetzt Anno Penis. Heute für eine Handvoll Euro. Das Betreuungsgeld. Hip hip hurra, das Betreuungsgeld ist da. Kinderreime sind immer eins, schön einfach. Und weil es beim Betreuungsgeld nun einmal auch um die Kinder geht, ist die Logik dahinter auch schön einfach. Anstatt Kindergärten viel Geld für Ausbau und Mitarbeiter zu zahlen, bekommen die Eltern ein bisschen Geld, wenn sie ihr Kind bei sich zu Hause unterstellen. Und das, obwohl sie einen gesetzlichen Anspruch auf Unterbringung in einer staatlichen Institution haben. Auf der Seite des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, kurz BMFSFJ, findet sich folgender Einleitungssatz zum Thema Kinderbetreuung. Eine gute Kinderbetreuung und frühe Förderung für alle Kinder gehören zu den wichtigsten Zukunftsaufgaben in Deutschland. Damit junge Menschen ihren Wunsch nach Kindern auch verwirklichen können, sind bedarfsgerechte Betreuungsangebote, gute Qualität und Trägervielfalt zu gewährleisten. Wie viel bedarfsgerechte Betreuungsangebote, gute Qualität und Trägervielfalt gewährleistet ein Betreuungsgeld noch einmal? Und findet man geeignete, weil ausgebildete Fachkräfte für die Kinderbetreuung oftmals nicht in sogenannten Kindergärten, also den Läden, aus denen die Kinder mit dem Betreuungsgeld herausgelockt werden sollen? Was macht so ein durch Betreuungsgeld umsorgtes Kind, wenn es in der Grundschule erstmalig auf andere Gleichaltrige trifft, zu Hause aber immer nur Mama oder Papa zum Spielen hatte? Wer gibt ihm die erforderlichen Sprachkenntnisse und Befähigungen, die einem im Kindergarten vermittelt werden soll und so auch auf die schulische Laufbahn vorbereitet? Wieso fällt einem, solange man darüber nachdenkt, kein einziger positiver Aspekt an dieser Zahlung für eine Nichtinanspruchnahme ein? Schließlich bekommt derjenige, der anstatt der Bibliothek zur Informationsbeschaffung das Internet nutzt, auch kein Geld vom Staat. Und wieso wird man das ungute Gefühl nicht los, dass die CSU mit einer derartig ekelhaften Penetranz auf den Koalitionsvertrag pocht, weil es dem immer noch vorhandenen Frauenbild im Freistaat so wunderbar entspricht? Ach ja, ein Blick auf die Kinderseite des BMFSFJ, erreichbar unter www.kinder-ministerium.de, lohnt sich. Denn da hat die Cartoon-Christine eine Frau Müller in der Leitung, wenn man mit dem Mauszeiger auf das Telefon in ihrem Büro kommt. Hallo. Oh, hallo, Frau Müller. Ja, ich komme gern zur Einweihung des neuen Kindergartens. Und dann können wir allen erzählen, wie wichtig es ist, dass alle Kinder in den Kindergarten gehen können. Erzählt allen, wie wichtig es ist, dass alle Kinder in den Kindergarten gehen können. Christina, das musst du nicht nur den Kindern sagen. Das müssen auch einmal die Eltern hören. Aber recht hast du schon.